Und herzlich willkommen wieder zu einer weiteren Aufnahme von Half-Life 2 Episode 2. Jetzt müssen wir weiter, denn Alex Vance liegt im Tod, im Sterben, also müssen wir zusehen. Und ja, an alle neuen Mitglieder, ich habe mir eine Mod gekauft wieder, damit wir alle Waffen nutzen können. So, jetzt müssen wir Alex Vance hier diese... Ja, also ein Vortigon wird uns jetzt begleiten durch unsere kleine Schlacht durch dieses unterirdische Scheißland. Wieder durch den Ladebildschirm. Ui. Ja, sieh mal zu. So, treten wir nochmal alle blöden hier Ameisenlarven tot. Denn sie stehen nur im Weg. Grausiger Schatz. So, und das ist das erste Mal, dass wir in Half-Life 2 im Universum von einem Vortigon begleitet werden. Das ist doch cool, oder nicht? Aber irgendwie haben sie sich selber gegenseitig bekämpft. Ah, scheiße, lief ich ja schon wieder. Blöds Mistvieh. Action haben wir wieder hier. So, jetzt noch ein paar Larven abknallen. Nachladen. Blöde, sie müssen an dieser Stelle auch wieder einen Alpha begegnen. Den dürfen wir nicht töten. Mit ihrem Strahl schlagen sie tiefe Tunnel in den Holz. Daran liegt auch zu verteidigen Nesträuber wie uns. Übrigens, das sind solche Arbeitsameisenlöwen, während die anderen Soldaten sind. Die wir sonst begegnet sind, das sind Soldaten-Ameisenlöwen. Dass wir nun gemeinsam kämpfen. Das, ja, das ist aus der Erinnerung aus Half-Life 1. Wo wir die Vortigons besiegt haben. Da sagt er jetzt, gut, dass wir jetzt gemeinsam kämpfen. Deswegen hat er es gesagt. Wie wir alle ja wissen, haben wir in Half-Life 1 da die ganzen Vortigons umgelegt. Ja, verreckt nochmal. So, weiter geht's. Wir müssen hier jetzt durch. Und ich will ja noch Alex Vance retten, bevor die Aufnahme zu Ende ist. Die Ameisenlöwen haben uns entdeckt. Wir müssen mit unserem Widerstand rechnen. Ihr trauriges Schicksal ist unser Glück. Ja, damit meint er diese gelben Kügelchen. Damit wurden auch diese Medipacks hergestellt, die wir jedes Mal in Half-Life 2 aufgenommen haben. Aber ihr seht, ich habe diese Säure-Ameisenlöwe getötet und schon wurden auch seine wenige stärkeren Soldatenmitglieder auch vernichtet. Ja, diese giftigen Ameisenlöwen kann man gut auch als lebendige Sprengminen verwenden.
Mit Vorsicht, Dr. Freeman! So. Das war ein Zombie. Oh, jetzt sind wir in den ersten der Minenanlagen. Wir sind eigentlich durch diese Höhlen. Oh oh. Da wären wir drauf geblieben, dann hätten wir uns jetzt eiskalt jetzt die Radieschen von unten angucken können. Wie die hier. So, jetzt müssen wir erstmal einen Weg finden hier lang. Ja, wo? Ah ja, stimmt. Nee, doch nicht. Ja. Geht's denn hier nochmal weiter? Ja. Jetzt habe ich einen kleinen Haken. Ach ja. So war das. Wie blöd. Ja. Hast wohl gedacht, ich weiß nicht, dass du da liegst, wa? Dr. Freeman wird sicher einen Weg finden, das Tor zu öffnen, damit wir es gemeinsam passieren können. Ja, das werden wir. Aber erstmal den ganzen Kram hier vorkauen. Ja, ein bisschen Energie holen. Ganz vergessen, dass wir auf 60% nur sind. So, jetzt müssen wir klein wieder Physikexperimente spielen. Denn wir müssen jetzt wieder alles mit Gewicht. Ein Rätsel von Archie, dessen schnelle Lösung Dr. Freeman berühmt ist. Ich will es mit großem Interesse verfolgen. Zombies. Zombie-Grill! Wirst du wohl sterben? So, den haben wir gut mit einem gezielten Kopfschuss erledigt. Holen wir uns mal diese Mini-Energie. Nee, Munition brauchen wir nicht. Weiter geht's ganz schnell. Rekrut meldet sich zurück, hat er gerade gesagt. Wenn man richtig zugehört hat. Okay. Schluss mit lustig. Weiter geht's hier. Gut, warum lege ich wohl diese schweren Eisenträger drauf? Ganz einfach, der soll nicht mehr ohne mich abhauen. Ah, nein! Das war noch nicht genug Gewicht. So, du sollst doch nicht runterfallen. So, den haben wir, sind wir los. So. So, jetzt ist das zu schwer. Jetzt können wir nur da drauf gehen.
Lululu. Mamamuschka. Gut, 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 gut. Böse, böse, böse seid ihr ja alle. Dr. Freeman ist ein grandioser Mitstreiter. Ja, das bin ich wirklich. Ja, komm. Wir müssen wieder. Wir müssen Alex Vance. Zu bedauern, dass der Generator für die Heimortigung erforderlich ist. Okay. Da bleibt der Typ drin leben. Dr. Freeman ist schnell im Denken und im Handeln. Er wird froh sein, diese Kisten gerettet zu haben. Ja, das bin ich wirklich. Wir müssen weiter, nämlich. Ist ja alles stockfinster für uns, ne? Meine ich doch, dass da irgendwo doch Ameisenlöwen waren. Was war das denn gerade? Glaub wieder so ein Quatsch vom Spiel. Welches Hindernis türmt sich nun wieder auf? Ja, das frage ich mich auch. Oh! Toll! Ein Granatenrätsel. Geronimos Lieblingssatz. Wir steigen diese Leiter jetzt hoch. Wir steigen jetzt diese Leiter hoch. Ole. 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 Ach du Scheiße! Und einen Freeman da ausgeschaltet. Blade Mann! Oh, hast du mich aber jetzt erschreckt! Oh ja, mein Herz. Weiter geht's. Ich muss mich kaputt machen. Nein. Dort, über die Schlucht. Dieses gewaltige Gerät wird für die Ameisenlöwen meisterhaft werden. Mit Zustimmung von Dr. Freeman. Ah, Gott.
jetzt müssen wir wieder ganz gezierlich über diese Steinschlucht balancieren. Ja, ich glaube, ich sollte mal... Ich muss hier was machen, Freunde. Ich muss hier was rumbasteln, damit uns nicht gleich wieder... was hier passiert. Ja, was ich jetzt geändert habe, liegt daran, ich habe jetzt dafür gesorgt, dass die Ameisenlöwen verschwinden, wenn sie sterben. Denn das ist jetzt wieder ein Bereich, wo es wieder eine Menge von diesen Ameisenlöwen gibt. Das heißt, die werden jetzt verschwinden. Das All im All, ja, guter Spruch. So, jetzt müssen wir wieder mit Elektronik spielen. Er hat den Fahrstuhl gerufen. Ja, das habe ich natürlich. Ich bin doch Dr. Freeman, ich brauche einen Fahrstuhl. Können wir wieder das wieder ändern? Sie unten weiterkämpfen, unsere Flucht nicht gewahr. Du sollst Projekt. Nun, dies ist alles sehr amüsant. Aber vergessen wir nicht unsere Aufgabe, die Rettung von Alex Vance. Ja, dann los, mach den Generator an, mein Freund. So. Ach, wie schön ist es, doch eine altmodische Mine hindurchzulatschen. Und oh, wir begrüßen einen toten Arbeiter. Die Ruhe der Ewigkeit. Es besänftigt die Seele, nicht wahr? Nö. Das heißt nur, dass es hier gewaltig gefährlich ist. Ja. Oh.
Das ist diese Waffe. Das Extrakt zu gewinnen wird nicht einfach sein. Nee, wir müssen nämlich diesen Wächter auskriegen. Die Larven laufen garantiert nicht weit. Sie werden meist in der Nähe der Jungen. Mal gucken, was ist, wo es da runter geht. Wählen wir eine andere Richtung. Der Duft des Extrakts wird hier schwächer. Ja, ich weiß. Ich wollte nur gucken, was, wo es da lang geht. So. Die Larven sind wirklich sehr... Der hat Hunger, wa? Wieder durch ein Ladebildschirm, meine Freunde. Und dann geht's weiter. Ja. Wieder schön hier weiter. Und wir sind endlich bei diesem Fahrstuhl angekommen. Ne? Den werden wir gleich noch benutzen. Einfach. Dynamo! Gut, Freeman. Wenn wir den unteren Raum erreichen, ist es ein Mittel zu rufen. So. Nicht vergessen! Der Wächter darf nicht sterben! Sonst ist das Extrakt dahin! Okay, das heißt, wir dürfen den neuen Wächter nicht töten. Sonst ist das, können wir wieder von vorne anfangen. Das ist ja blöd, sehr blöd sogar. Jetzt müssen wir sogar mit diesem blöden Ameisenwächter noch spielen. Oh, was war das denn? Wasser. Ah. Menschen, soll ich das? Ja. Blöde, hast mich erwischt. Aber ich bin nicht so blöd. Dass du mich töten kann, auffressen kann. Freeman! Meister allen Todes! Weiter geht's. So, hier ist ja alles voller Blut. Sehr, naja, ich mach das. Oh, jetzt kommen wir in einer der Bereiche, die ich sowas von hasse. Von Half-Life 2 Episode 2. Blöd, Mann! Oh, ich hasse diese Stelle! Den haben wir nochmal ausgetrickst.
Ich hasse diese Stelle, ne? Ich hasse sie so sehr! Ausrichten! Autsch! Genau, oh. Nur der Wichser! Boah. Im Schnellspeichern. Oh, mein Gott. Hasse ich diese Stellen oder nicht? Fliegende Putenschnitzel. Oh, ich bin gerade so richtig dermaßen am Flattern hier, Leute. Oh, oh. Echt. Oh, mein Herz. Oh. Nö. Ach, da ist es ja. Oh Mann. Ich dachte schon, ich hätte es jetzt verloren. Das ist mir nämlich schon mal passiert. Da hat diese Klette das nämlich irgendwo hingeschmissen und dann habe ich es nicht wiedergekriegt. Ich fahre hinab. Ich fahre hinab. Wie der Priester von Kölsch. Noch einen Moment, Freeman, auf das wir gemeinsam gehen. Das wäre ich, würde ich mit ihnen heiraten. Dr. Freeman hat diese Aufgabe hervorragend erfüllt. Ja, habe ich. Der Duft reifer Vollkommenheit lockt. Mir, Freeman, ich will die Quelle suchen. Ja. Er hat das Schwerste vollbracht, den Zutritt zu diesem Raum. Das Leben von Alex Vance liegt in fähigen Händen. Thank you.
So, jetzt haben wir eine schöne Videosequenz noch zu sehen. So, das Nektarium. Ah, so viele Larven. Das Aroma steigt einem zu Kopf. Ausgezeichnet, welch Hort von Larvenextrakt. Dies sollte nicht lange dauern. Ein Sekret bester Qualität. Kehren wir nun zu Alexander zurück. Ja, lass mal zurückgehen und sie retten. Kanten. Unsere Vorfahren hielten Ameisenlöwen einst als Nutztiere. Vieles kann man von ihnen gewinnen, aber das Extrakt ist das bei weitem wertvollste. Es zerreißt die falschen Schleier, die die Wortessenz teilen. All dies soll er sehen, wenn... Wenn es soweit ist. Ja, er möchte es mir noch ein bisschen spannender machen. Sie entschwindet. Verlieren wir sie, verlieren wir alles. Seht, das Extrakt. Ah, ja. Wundersames Sekret. Schnell, nehmen wir nun das Extrakt in uns auf. Ja, ein Mensch ist nötig. Gut, zu uns, Freeman. Okay, dann auf geht's. Wir verknüpfen Dr. Freemans Leben mit dem Ihren. Ja, es wird schneller. Fast mortal ist das Band zwischen euch. Oh, ekelhaft. Dr. Freeman. Dies ist vielleicht nicht der günstigste Moment für ein kleines Gespräch. Doch ich musste warten, bis Ihre Freunde anderweitig beschäftigt sind. Früher war Miss Vans Ihnen unwichtig. Damals war ein Mensch für Sie nur ein Brecheisen, das ihnen in einem Stahlgang entgegenkam. Als ich sie aus Black Mesa holte, musste ich mir oft anhören, sie sei doch nur ein Kind und ohne praktischen Nutzen. Ich habe gelernt, diese Zweifler zu ignorieren. Solange ihr Einfluss noch zu groß war. Dennoch, ich vergeude meine Investitionen nicht und weiß, dass sie mehr wert war als dieses erste Urteil. Darum erwarte ich jetzt von Ihnen einen kleinen Gefallen zum Dank für Ihre eigene Rettung. Bringen Sie sie sicher nach White Forest, Dr. Freeman. Na, Freeman ich Doktor. Wünschte, ich könnte ich selbst mehr tun. Aber ich unterliege leider bestimmten Einschränkungen. Also, nun
hör mir gut zu, mein Kind. Wenn du deinen Vater siehst, sag ihm Folgendes. Rechne mit ungeahnten Konsequenzen. Sie rührt sich. Oh, das war ja wieder ein heftiger Scheiß, wa? Ihre Vortalform ist wieder intakt. Wir haben einen furchtbaren Verlust verhindert. Oh Gott. Still liegen. Oh mein Gott. Ich dachte wirklich, ich wäre tot. Ein Combine-Jäger hatte sie schwer verletzt. Ein Jäger. Das war's also. Wir haben Knochen gerichtet und den Kreislauf wiederhergestellt. Doch es war Dr. Freeman, der ihre Wortessenz zurückholte. Das ist Gordon. Wie lange war ich weg? Ein paar Stunden. Stunden? Ach, wir müssen doch weiter. Noch einen Moment. Aber wir müssen nach White Forest. Es ist wichtig. Keine Sorge, wir werden euch den Weg weisen. So, jetzt soll sie versuchen aufzustehen. Ja, dann steh mal auf, Alex. Wow. Schöner Schatz. Ich weiß nicht, was ihr getan habt, aber ich habe wohl Glück, noch hier zu sein. Kommt nun, ich will euch den Weg nach White Forest zeigen. Komm schon, Gordon. Wir werden Neben weiter die Sohn aufspüren. Lebt wohl. Viel Erfolg. Gute Reise. Viel Glück da draußen. Okay, Freeman, pass dich an. Was soll das übrigens heißen? Keine Ahnung. Hört sich nach Worts an. So, jetzt haben wir endlich diese Mine endlich verlassen, Freunde. Ja, und leider bin ich jetzt wieder sehr gemein. Ich denke, ich kann jetzt allein laufen. An dieser Stelle gleich eine Aufnahmepause. So, Freunde, lassen wir sie eben aussteigen und dann machen wir eine Aufnahmepause. Noch etwas steif, aber ich denke, es geht. Okay, dann machen wir hier jetzt eine Pause. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Half-Life 2 Episode 2. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.